Die hat mir so ein Typ in Kazan gegeben. Kurt, ein deutscher Biker. Er hat beim Unfall beide Beine verloren. El's Yellow, Club Selecta. Ein Luxushurenhaus extra für Jungs wie uns. Und nicht übel, hat Kurt gesagt. Schöne Frauen. Penelope Cruz ist grottig gegen die da. Und was den Sex betrifft, Kurt meinte, er ist vor Lust fast durchgedreht. Ja, und Kurt weiß, wovon er redet. Vor seinem Unfall hatte er massig Weiber. Sollen wir jetzt neidisch werden, oder was? Quatsch, Philipp verarscht uns doch nur. Nee. Ich dachte, wir fahren dahin. Zusammen. Nach Spanien? Nach Punta del Mar. Um was zu tun? Josef, was glaubst du? Oh. Hast du jemals mit einer Frau geschlafen, Josef? Mit so vielen wie du? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas so ernst gemeint. Ich fühle mich super gut. Aber deine Eltern werden dich nicht fahren lassen, das ist ja wohl klar. Ja. Wir müssen es ihnen ja nicht erzählen. Können sie irgendetwas tun, wenn wir weg sind? Also ich weiß nicht recht, Glas, ich... Schlägst du einem Todgeweihten seinen letzten Wunsch aus, Josef? Nein. Natürlich nicht. Was denkst du, Philipp? Ist das realistisch? Also, ich denke, das wird nicht gerade ein Spaziergang, aber ich finde, wir sollten es versuchen. Okay. Ich bin dabei. Hey, Mann, alles gut. Josef. Alter. Du hast ja recht, ich will poppen, aber nicht dich. Kann ich helfen? Das wäre nett. Du könntest in die Garage gehen. Da steht ein Koffer, an den ich nicht rankomme. Und kannst du mir ein paar Kleinigkeiten besorgen? Ich gebe dir Geld. Kondome? Ja, die sind für Josef. Lars, Josef und ich haben vor, gemeinsam zu verreisen. Nach Spanien? Hast du jemals mit einer Frau geschlafen, Josef? Die Weinstraße. Weinstraße. Ich will wissen, wie sich ein Frauenkörper anfühlt. Kompliziert. Ich will Sex. Ich will Poppen. Soll ich meine Eltern bitten, mich in ein Bordell in Spanien zu fahren? Mama und Papa sind mit unserem Kleintritt nicht einverstanden. Aber wir fahren. Ich komme mit. Das ist Blut. Ja, das ist Blut. Er ist eine Frau. Sollen wir mit einer Frau in den Puff fahren? Er ist weg. Ab geht die Fahrt. Wir fahren nach Oslo. Oh, verflucht. Sitzen Sie auf Ihren Ohren? Nichts verstehen. Finger weg. Kapiert? Willst du eins aufs Maul, hä? Lass mich nicht an. Oder du vielleicht? Auf die Reise. Auf die Reise. Sie fragen, ob wir uns ein Zimmer teilen wollen. Mit ihr? Na klar. Ja! Badadam, badadam. Vorsicht, der Kuh. Mein Hals kann noch steif werden. Ja, es gibt im El Cielo sicher auch Männer. Wie wär's mit seinem knackigen Antonio Banderas? Du und Lars, ihr kommt immer an erster Stelle bei mir. Philipp, halt die Fresse. Ich hab keine Zeit. Scheiße, könntest du mir das antun? Versprochen. Die nächste Runde geht aufs Haus. Sex für alle.